Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play, so kann man es ja mittlerweile schon nennen, zu Astroneer. Gut Leute, machen wir weiter an der Stelle. Letzte Folge haben wir erfolgreich unseren Rover gebaut und den Anhänger hier. Und wir brauchen jetzt ganz viel Aluminium und Kupfer, wenn ich mich nicht ganz täusche, damit wir weiter im großen Rahmen ausbauen können. Genauso für den Truck dann. Ja, ich glaube, das war der Drucker gewesen. Mal gucken, ob wir irgendwann auch noch hier Batterien herstellen können, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Also der Rover. Hier der Truck, da brauchen wir Aluminium dafür. Und zwar viermal. Ja, ich glaube, wir haben zwar ein bisschen Aluminium noch da, wir brauchen auf jeden Fall deutlich mehr. Jo, das bedeutet, es wird jetzt eine große Tour geben. Wir werden uns jetzt zusammen mit dem Rover eine neue Höhle suchen. Und die werden wir dann richtig ausbeuten, wollte ich schon sagen. Aber wir brauchen halt wirklich viele Ressourcen. Ne? Und ich hoffe, dass wir den dann ordentlich vollladen können und so. Müssen wir einfach mal gucken. Ich hau mal nochmal ganz schnell die organischen Ressourcen hier ran. Für den Fall der Fälle, dass wir keine Energie haben oder so mehr, dann kann ich dann einfach den Generator hier beladen. Da müssen wir jetzt aber gucken, dass der nicht abfällt oder so, der Generator. Ja, dass der dran bleibt, das wäre wichtig. Müssen wir mal schauen. Guck mal, die Sonne geht gerade auf. Ach ja. So. Wir können jetzt ja auch einen Kran bauen. Da müssen wir dann auch mal gucken, wofür der genau dann da ist. Ich suche ja eigentlich... Wartet mal eben. Ach so, das ist der Anhänger hier. Okay, weil es gab nämlich jetzt auch ein kleines Update. Ich dachte schon, das wäre irgendwas Neues. Wo war ich denn geblieben? Ach, guck mal hier, das ist so cool mit dem Solarpanel, oder? Ich feiere das übelst. Ja, genau. Wir bräuchten mal irgendwas, womit wir den solche Objekte und so zum Erforschen, dass wir die transportieren können. Das wäre cool. Ich weiß nicht, ob wir da den Kran für benutzen können. Da bin ich mir leider unschlüssig drüber. Ach ja, genau. Das hattet ihr noch in die Kommentare geschrieben. Diese... Moment. Diese Leuchtdinger hier. Diese Leuchtfeuer. Das sind Waypoints. Also damit kann man sozusagen Symbole... Genau das hier, was ihr da seht, da hinten. Ne? Das ist unser Zuhause. Und da habe ich ja dieses eine Leuchtfeuer hingesetzt. Und das ist sozusagen jetzt hier das Symbol für den Wegpunkt. Das heißt, wenn man irgendwas findet, man weiß, man kann es noch nicht mitnehmen und für später macht es Sinn, da dann Wegpunkte hinzusetzen. Ich habe jetzt aber leider gerade kein Gemisch dabei. Aber was hattet ihr in die Kommentare geschrieben? Macht auch Sinn. Das ist sehr, sehr gut zu wissen auf jeden Fall. Das ist sowas sehr, 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 sehr gut zu wissen. So gut, ne? Wie gesagt, wir suchen uns erstmal eine Höhle. Und ich würde aber sehr gerne natürlich jetzt eine andere Höhle aufsuchen. Wartet mal eben. Das ist bestimmt wieder ein Objekt, was ich mitnehmen könnte. Das ist es auch. Okay, das muss ich mir jetzt aber erstmal noch so merken irgendwie. Aber das sieht aber voll cool aus. Aber das kann ich mir merken, denke ich. Das finden wir dann wieder. Ich kümmere mich jetzt wirklich erstmal um Aluminium und so weiter. Wir brauchen eine Höhle. Eine Höhle. Das sieht doch gut aus da vorne, oder? Ja, hier haben wir eine Höhle. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, wie weit ich reinfahren möchte und so. Komme ich nicht durch die Dinger durch? Kann ich eigentlich auch eine Sauerstoffverbindung mit meinem Auto aufbauen? Würde das funktionieren? Wartet mal eben. Weil das würde das Steuern sehr viel einfacher machen. Ich probiere das mal eben aus. Weil im Auto haben wir Sauerstoff. Yo! Okay, das ist richtig gut zu wissen. Hinten leuchtet irgendwas. So, hier komme ich doch. Na doch, ich komme hier durch, witzigerweise. Damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber ich habe Angst, dass mein Anhänger, dass der umkippt ist. Das wäre super scheiße. Ich bleibe jetzt hier stehen. Ich mache den Rest jetzt mit Sauerstoffverbindung. So, jetzt.
Wow, wie es leuchtet und Licht wird und so, es ist so toll. Alter. Okay, man muss ja also ein bisschen wegen Fallschaden aufpassen. Das geht hier übelst tief rein. So. Meine Verbindung wird langsam noch ein bisschen knapp. Wartet mal, da ist irgendwas. Schubdüse. Okay, cool. Also die nehmen wir auf jeden Fall mit, Leute. Nice. Ich stelle die erstmal hier ab. Wir müssen uns dann hier irgendwie wieder hocharbeiten dann. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ist da oben organisches Material hier? Nee, das sind nur ganz normale Steine. So, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe keine Verbindung mehr. Das ist scheiße. Sauerstoff mit. Wie jetzt? Okay, jetzt landen wir wieder hier. Okay, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie ranzneppen können an unser Auto, sonst wird das sehr kompliziert zu tragen. Die Schubdüse. Aber vielleicht kann ich die ja auch ans Auto ranknallen. Wobei, das würde wahrscheinlich schief gehen. Aber wisst ihr, woran mich das Spiel auch ein bisschen erinnert? An Terratech. Kennt ihr das noch? Ja, da müsste ich auch mal wieder reingucken. In Terratech. Das war cool gewesen mit den Robotern. So gut, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Hier haben wir Aluminiumerz, das nehmen wir erstmal mit. Hier müssen wir noch gucken wegen den Pflanzen, da muss man ein bisschen aufpassen. Sauerstoff haben wir erstmal genug. Keine Energie. Und hier oben haben wir dann noch Malarit. Sehr, sehr gut. So, Energie. Ich brauche irgendwas Gelbes. Da hinten ist was Gelbes. Das ist mir halt zu weit weg. Ich weiß hier was. Ich habe mir einen Generator dran knallen sollen vom Auto. Das wäre das Beste gewesen. Okay, cool. Hier ist richtig viel Zeug. Das können wir alles mitnehmen. Sieht richtig gut aus. Ich muss dann nur wieder zurückfinden, auf jeden Fall. Ah, das kriegt man dann schon irgendwie hin. Hoffe ich zumindest. So gut. Jetzt haben wir mal ein bisschen Sauerstoff raus. So. So, das ist wieder voll und das da oben würde ich auch gerne noch mitnehmen. Ey, das ist ein übelst, das ist so krass mit dem riesengroßen Höhlensystem. Das ist total genial. So, okay, jetzt sind wir erstmal voll. Das haue ich jetzt erstmal alles in das Auto rein. Ne? Oh. das nehmen wir auch gleich noch mit. Und, oh ne, das ist ja gar nicht so weit weg. Ey, da können wir doch bestimmt irgendwie einen Weg nach oben dann da bauen. Das wäre eigentlich das Beste, da muss ich nicht so weit laufen. Das mit den Sauerstoffverbindungen, das kann man noch schlauer machen. Am besten mit dem Auto noch ein bisschen weiter vorfahren oder so, würde ich fast sagen. Kann ich jetzt irgendwo hier die Schubdüse dran knallen? Ah, perfekt, Leute. Oh, wie genial ist das, bitte. So, da ist ja noch kein Treibstoff drin. Das heißt, das Ding dürfte ja noch nicht funktionieren. Ne? So gut. Den Sauerstoff behalten wir. Alter, das ist so krass. Also die Schubdüse, da kann man auch Sachen dran knallen. Witzig. Ja gut, da muss wahrscheinlich dann Generator oder nee, ein Tank vielleicht auch. Das könnte auch sein. Wo man dann den Treibstoff reinknallt. Das wäre auch eine Möglichkeit.
So, okay, ich nehme mal eben den Generator mit. So, ich weiß nicht, ob der dann hier funktioniert. Sieht eigentlich ganz gut aus, oder? So, die Energie brauchen wir dann nicht mehr. So, alles klar. Dann würde ich sagen, wir hauen uns weiter voll mit Rohstoffen. Da oben ist halt auch ganz viel. Ich mache mir mal einen Weg hier nach oben. Theoretisch könnte ich da auch mit dem Auto hinfahren, wenn ich das ordentlich mache. Das wäre eigentlich das Beste. Das würde sehr, sehr viel Zeit sparen. So, ist jetzt die Frage, ob wir hier hochkommen. Mit dem Auto. Ich mache mal noch ein bisschen breiter hier. Das müsste eigentlich gehen, oder? Komm, wir probieren es mal aus. So. Okay, das könnte jetzt sehr interessant werden. Ah, gib Gummi! Oh, da fehlt nicht mehr viel. Nein, 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 nicht umkippen. Der Anhänger ist auch noch dran, oder? Der Anhänger ist noch dran. Okay, alles klar. Ich muss das noch ein bisschen einebnen. So, jetzt muss es eigentlich klar gehen. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, oder? So gut, wir fahren erstmal ein kleines Stück nach oben wieder. So, wenden. Sehen wir, was wir jetzt hinkriegen. Yo, Leute, so muss das. Richtig, richtig, richtig cool. Wir müssen jetzt mal aufpassen wegen den Pflanzen, ey. Hier ist ja alles voll mit diesen Pflanzendingern. Ich habe auch keine Ahnung, was das da ist. Da müssen wir auch gleich mal gucken. So. Nichts mehr. So, da oben war noch ganz viel gewesen. Aber da komme ich leider nicht ran. Hier wartet mal eben. Oh, das ist richtig viel. Guck mal, da kommt da irgendwas anderes kommt da raus. Achso, das ist Energie dann wahrscheinlich, okay. Oh, was hier alles runterkommt, unglaublich. Alter. So, okay. Ey, wisst ihr was? Da oben ist einfach noch eine Höhle. So sieht's aus. So, okay. Ja, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen runterarbeiten. Hätten wir. So, mal gucken, ob ich das Ding auch irgendwie ransnappen kann. Sieht nicht so aus, ne? Aber vielleicht sind die auch schon alle besetzt, die Punkte. Das kann natürlich auch sein. Aber hier müsste es ja eigentlich rangehen. Das geht's leider nicht. Na gut, okay. Ich finde hier nie wieder raus. Oh, guck mal hier. Oh, wie fett.
Wobei ich mich ernsthaft frage, wie das in die Höhle reinkommt. Man weiß es nicht. Was ist denn das? Wow! Ein toter Kumpel. Das war der Kevin, unser alter Co-Astronaut. Ich weiß noch, der wollte ganz alleine losziehen. Och man, das ist doch scheiße. Kann ich den mitnehmen und begraben oder so? Nee, ich kann nur looten. Oh, eine Batterie! Das ist schon ein bisschen makaber, oder? Kevin, mach mal deinen Rucksack wieder weg. Okay, also ich kann den nicht mitnehmen. Das ist die richtige Taste, die ich gerade drücke. Ja. So, wir haben ihn begraben. Mir tut das jetzt gerade ein bisschen leid irgendwie. Ich kann es nicht ändern. Oh, Titan. Selten. Da war der Kevin. Ich wollte gerade sagen, erfolgreich gewesen, aber ja. Aber auch nur bei der Rohstoffsuche. So. Gucken, ob sich hier noch irgendwas verbirgt. Was ist das hier? Okay, das gehört mit zu dem zu der Raumstation. Eigentlich sieht das hier eher aus wie ein Satellit oder so wieder. Ey, mega fett. Mega fett. Ich muss ja überlegen, das Spiel ist noch Early Access, ne? Und ich muss da mal an No Man's Sky denken. Haben jetzt auch schon ein, zwei Leute geschrieben, ja, No Man's Sky hat sich übelst weiterentwickelt und so. Ja, aber No Man's Sky war ein Full Release gewesen. Das war ein Vollpreistitel gewesen. Ne? Das Spiel hier, ich weiß gar nicht, was es kostet, ich glaube 20 Euro. Und befindet sich im Early Access. Es ist offiziell noch eine Beta. Das ist kein Full Release und so. Und ist auch ein. Ne? Also ist auch ein kleines Team, was dahinter steckt und so. Und halt nicht so überambitioniert, also übertrieben. Ambitioniert sind sie ja trotzdem. Und das Spiel hat jetzt schon mehr Überraschungsmomente für mich parat. Und es ist auch so, finde ich, so ein Gameplay gerade. Es ist, man kann es vergleichen, so von Thematik ist es ähnlich. Aber von dem, was man macht und so, ja, es ist schon recht ähnlich eigentlich. Man baut auch Rohstoffe ab und alles. Aber ich finde sie alles irgendwie cooler gemacht bisher. Das ist so mein erster Eindruck, Leute. Ne? Das darf man nicht vergessen, wenn ich sowas Let's Play. Das ist mein erster Eindruck. Ich erlebe das ja mit euch zusammen. So gut ist, ich sehe jetzt hier aber leider nichts mehr irgendwie, was von Interesse sein könnte. Ich hätte gehofft, dass hier irgendwo sich irgendwelche Teile verbergen oder so. Und ich verliere halt nur Energie die ganze Zeit, das ist scheiße. Okay, alles klar. Wir haben Kevin gelootet. Und wir haben ihn begraben, immerhin. Der war sowieso immer die ganze Zeit gemein zu uns. Weil wir so einen großen Kopf haben. was ist denn das jetzt eigentlich? Hydrazin. Wartet mal. Okay, das ist Treibstoff sozusagen. Ja, aber Treibstoff. Ja, wenn wir immer dabei sind. Aber Treibstoff haben wir auch draußen. Das will ich jetzt nicht mitnehmen. Das eine Ding haue ich jetzt noch dran. Ey, ist übelst krass, ne? Also hier auch die Schubdüse kann man auch erstmal Sachen dran knallen. Auch wenn das wahrscheinlich dann eher, wie gesagt, für Treibstoff ist oder so. So, das ist alles Hydrazin. Aber hier wird ja bestimmt irgendwo noch mehr sein. Hier ist noch so ein Teil. Okay, scheint aber erstmal nichts weiter zu sein. Aber was ich da vorne sehe, das gefällt mir deutlich besser, das Malachit. Haben wir noch oben Energie hier zufällig? Da vorne ist Energie. Okay, die packen wir uns mal schnell ein. Weil sonst wird es ewig dauern. Yeah. So. Also wir packen das Auto jetzt wirklich voll. Ne? Damit wir dann erstmal ordentlich Sachen machen können. Das sieht doch schon ganz gut aus. Aber wir brauchen halt eigentlich noch Aluminium, ne? Wow. Oh, ich bin über die Pflanze gelaufen. Wahrscheinlich das, oder? Wo ist mein Filter? Ich hatte da irgendwo einen Filter. Ist der jetzt kaputt gegangen oder habe ich den aus Versehen irgendwie rausgeschmissen?
Das ist gerade nicht. Kann sein, dass er kaputt gegangen ist, weil die Pflanze da auf mich geschossen hat, wo ich draufgetreten bin. So, das bitte weg. So, okay, Sauerstoff war knapp. Machen wir einfach wieder zum Auto. So, okay. Das Einzige, was ich jetzt gerne noch hätte... Ich meine, wir waren ja erfolgreicher gewesen als erwartet. Wir haben ja sogar Titan gefunden. Was ich jetzt noch gerne hätte, sogar fertiges Aluminium, das ist auch sehr, sehr gut. Wäre, wie gesagt, Aluminiumerz. Da hätte ich gerne noch so 2-3 Stück, mindestens. Da muss man irgendwie erfolgreich wieder nach Hause kommen. Ah, das ist saucool mit der Batterie, Leute. Da haben wir jetzt immer deutlich mehr Strom. So, gut, ich hau mich nochmal ins Auto rein. Meine größte Sorge ist dann jetzt hier nach Hause zu finden. Das wird schwierig. Was wirft denn hier diesen Schatten? Guck dich mal den Schatten an. Wie kommt der denn zustande? Ah, wegen dem... wegen dem Windrad vorne. Ich habe mich gewundert, wo der Schatten herkommt, ey. Witzig. So, hier ist noch mehr Malachit. Aber wie gesagt, wir suchen eigentlich Aluminium. Wie können wir denn noch auf das Auto packen? Ja, da sind noch einige Slots frei. Alles klar, das Titan hau ich auch schon mal ran. So, aber wir haben ja noch selber, also hier haben wir noch einen Slot frei. Wir selber haben noch irgendwie 5-6 Slots frei. Wie gesagt, da würde ich jetzt gerne Aluminium reinknallen. Ob ich jedes Mal bei Aluminium verspreche. Was ist denn das da? Oh, wieso kann ich das nicht ransnappen irgendwo? Ah, die haben auch keine Snap-Points, oder? Wartet mal. Doch, hier sind Snap-Points. Also hier kriege ich es nicht rangesnappt. Okay, kann natürlich sein, dass die Snap-Points nur für Pflanzen funktionieren. Also sozusagen auf biologischer Basis, ich weiß es nicht. Weil bei Pflanzen kann man die ja reinsnappen, die Teile. Zumindest wenn die einmal an der Pflanze dran waren. Die holen sich ja irgendwie daraus die Mineralien, die sie zum Leben brauchen, ne? Die Nährstoffe, besser gesagt. Alter, zieht euch diese Riesenhöhle rein, ey. Ist das ein Zebra? Oh, das will ich mitnehmen. Oh, das sieht übelst gut aus. Das ist ein Zebraball. Oh, Mann. Aber da ist ja definitiv kein Snap-Point dran. Ich bräuchte halt... Kann ich das nicht um hier reinknallen? Ja, der bleibt nicht dran. Der glitscht da sogar durch, leider. Oh, den Ball will ich auf jeden Fall mitnehmen, Leute. Scheiße, wie machen wir das jetzt?